So, zweite Liga läuft seit 5 Spieltagen. Und ich bin echt, ich muss sagen, okay, manche haben noch den 5. Spieltag nicht, da kommen noch welche. Manche, das bei Magdeburg ist falsch, die sind nicht mehr im 6. Spieltag. Leverkusen macht da weiter, wo sie aufgehört haben. Perfekt. Auf jeden Fall muss man sagen, was geht in der zweiten Liga ab? Allein der heutige Spieltag am Sonntag, Digga, am Samstag. 6:0 Karlsruhe, 7:2 Paderborn Kiel. Was geht da ab? Nicht nur das, Hannover 4:0 gegen Magdeburg. Okay, das geht ja mal. Letzter Spieltag war auch schon 4:0 Darmstadt gegen Rostock. Normaler Spieltag, da war alles in Ordnung. Davor der Spieltag 4:2 Paderborn, die sind komplett am Rasieren. Wenn die aufsteigen, würde ich mich nicht mal wundern. Am zweiten Spieltag, oh, gut, hier war mal alles in Ordnung, alles normal. Am ersten Spieltag Paderborn 5:0. Digga, was geht bei denen ab? Die sind komplett am Rasieren. Einfach mal Paderborn ist komplett die Liga am Dominieren. Die haben zwar gegen Düsseldorf schon verloren, aber gegen Düsseldorf tut das nicht weh. Warum? 5:0 gegen Karlsruhe gewonnen. 2:1 gegen Düsseldorf verloren, okay. Haben dann 1:0 noch ein Freitagsspiel gewonnen. 10:0 im Pokal gewonnen. 4:2 gegen Hannover gewonnen. Da war es sogar kurzzeitig 5:2, Digga, was zum Fick. Dann 1:0 gegen Kaiserslautern gewonnen. 7:2 gegen Kiel. Kiel. Kiel, Karlsruhe und Regensburg sehen einfach aus wie Fünftligisten. Digga, es ist einfach aktuell, sogar in der vierten Liga habe ich jetzt bisher erst eine Klatsche. Okay, gut, doch, mehr Klatschen gesehen. Aber es ist in der vierten Liga ganz normal. In der zweiten Liga, die zweite Klasse, erwartet man doch ein bisschen Qualität. Und Kiel ist ja nicht mal schlecht. Die stehen ja nicht umsonst auf Platz 6. Und Karlsruhe steht jetzt auch auf Platz 5. Die haben auch einfach nichts, einfach 6:0 gegen Regensburg gewonnen. Alter, ich bin echt gespannt, wie die zweite Liga sich entwickelt. Stand jetzt, Digga. Hannover ist einmal aus dem Nix wieder da. Obwohl, haben die aber, sind die zurück? Eins. Doch, sieben. Ne, die haben 7 Punkte. So was gerade hier was falsch gemacht. Nicht irritieren, aber. Oder. Klar, Hamburg ist noch oben mit, die haben Glück, aber Pauli kann an die vorbei und Düsseldorf und Kaiserslautern. Aber Stand jetzt, Darmstadt, Paderborn könnte ich mir sogar als Aufsteiger gut, sehr gut vorstellen. Und ach, mit Hannover, okay, gut, die werden wahrscheinlich jetzt im Mittelfeld irgendwo wieder landen, wie immer. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Paderborn, Darmstadt, Hamburg das unter sich ausmachen. Vielleicht kommen da noch irgendwelche Vereine mit, die jetzt noch gut spielen, wie Pauli oder sowas, und machen dann noch oben mit. Aber am Ende werden wahrscheinlich die ersten 3 Plätze wahrscheinlich wirklich von den dreien besetzt. Kann ich mir gut vorstellen. Die drei sind on fire. Und die Tordifferenz, der, das wollte ich schon mal ansprechen. Am 5. Spieltag, 18 Tore hat Paderborn gemacht und schon 6 kassiert. 6, 24 Tore allein nur bei Paderborn. Kassiert und gemacht. Braunschweig hat nicht mal ein Tor. Magdeburg hat minus 17, okay, hat 17 Tore kassiert. Ich weiß jetzt nicht, was das auf was falsch gerechnet hat. Vielleicht sind da die 4 Tore nochmal drauf gerechnet worden von Hannover. Aber Karlsruhe hat 12 Tore gemacht, 11 kassiert. Kiel hat 11 Tore gemacht und 12 kassiert. Digga, was ist mit der Tordifferenz los? Die ist komplett am Arsch. Einfach geil. Echt, das feiere ich. Guck mir mal, wie sich die zweite Liga entwickelt. Bisher mag ich die zweite Liga. Obwohl es diesmal nicht so krasse Favoriten gibt wie letztes Jahr mit Bremen und Schalke und Hamburg und sowas. Kommen jetzt auf einmal einfach Paderborn und Darmstadt, die letztes Jahr schon krass waren und davor schon so ein bisschen krasser. Und machen jetzt einfach das. Und der Hamburger SV, denke ich, an der Stelle, wo sie eigentlich als fettester Favorit gelten, ja, wir machen da weiter, wo wir die letzten Jahre aufgehört haben und werden wir am Ende wahrscheinlich wieder nicht oben stehen. Oder oben stehen, aber wieder den Aufstieg nicht schaffen. Werden wir sehen. Aber bisher bockt die zweite Liga ohne Scheiß. Bin mal gespannt, wie sich Heidenheim macht, weil dann könnte noch ein Verein dazukommen, der auch ziemlich gut ist in der letzten Zeit, auch in den letzten Jahren. Und ja, Bielefeld als Absteiger muss ich echt nichts zu sagen, Digga. Ich bin echt überrascht. Die haben das zweithöchste Kaderwert, aber das hat ja auch nicht immer was zu sagen. Die haben gerade mal 2 Tore geschossen. Gut, bei Braunschweig war man, glaube ich, schon sicher, dass die wahrscheinlich eher unten landen. Aber dass sie so schlecht sind, wundert mich. Die können anscheinend nur Hertha BSC schlagen. Da schaffen sie 4 Tore und hier schaffen sie nicht mal eins. Ja, bin mal gespannt, wie die sich im nächsten Spiel schlagen werden. Gegen wen spielen die? Gegen Düsseldorf, das kann ja aber was werden.